So, verschwinde das hier, geht mich nichts an. Ist dem wirklich so? Das wollen wir erstmal sehen hier. So, also gucken, ich brauche mal eine Taste mit dich. Ah ja, das ist das super hier. Er ist allein, er hat keine Chance. Ja, das sind 4 Stück. Kommt, Jungs. Ah, komm, put, 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 put. Ich habe ja so eine schöne Möglichkeit. Oh ja, du. Guck mal. Nee. Das ist aber echt nicht so einfach. Einen habe ich down. Hast du die Hosen voll? Nö. Ich dachte nur, ich springe mal kurz über dich drüber. Ich habe hier so ein eine Parcours-Fähigkeit, wo ich über Leute drüber springen kann. Du bist erledigt! Was ist da? Komm her, du. Na, komm. Über deine Rübe erstmal das jetzt ziehen hier, damit ein bisschen rote Farbe kommt. Ja, gleich. Ich muss einfach looten. Und mich dann verarzten, leider auch. Die sind nämlich gar nicht mehr so ohne hier. Bitte, binde mich los. Ja, ich bin ja schon da. Vergiss uns nicht. Sie haben uns gesagt, dass wir still sein und uns nicht rühren sollen. Und dann haben sie ab... Ja, schon recht. Was auch immer. Dann haben sie ab, 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 ab. Hauptsache, er verschwindet jetzt. Danke, dass du aufgetaucht bist. Ja, ohne mich, ne? Was wäre die Welt wohl? Vielleicht gerade kann ich ihn auch noch jetzt die Blunde einschlagen? Na, ich könnte es versuchen. Ich sehe gerade, dass meine Videokamera gestoppt ist. Sekunde, ich versuche mal kurz zu fixen. Overlays. Enable. Zack. Und... Immer noch nicht. Okay, dann mach's ja aus. Dann ist diese Episode halt ohne. Ohne Fresse. Ohne Mad Mike Fresse. Oh, abgestürzt oder was? Nee. Läuft noch weiter. Also ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. So. Jetzt ist es wenigstens weg. Jetzt habt ihr wenigstens Ruhe vor meinem Gesicht. So, den kann ich... Nein, ich wollte keinen... Nein, nein, ich wollte nicht... Nein, ich wollte ihn nicht töten. Es tut mir leid. Warum nur? Warum? Warum habe ich die falsche Taste? Scheiß E-Taste. Wer benutzt doch die E-Taste, um irgendwas zu werfen, Mann? Wenigstens kann man auch gute Leute töten. Oh, heiß, 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 heiß. Ja, I'm really sorry. I'm really, really sorry. Sorry. Na ja, gut, was soll's. Was zum... Ach, wieso komme ich auf die falschen Tasten hier? Naja. Okay, er muss sich wenigstens nicht mehr mit Zombies rumplagen. Ich hoffe, er... Na, komm her, du. Gib mir dein Loot. 19, alles klar. Ja, es ist besser, wenn man sich vorbeischleicht. Jetzt hat er auch ein bisschen... Oh, da ist ein Dicker wieder. Hier, guck mal, hier. Der hier. Aber den will ich jetzt nicht. Der andere brennt ein bisschen vor sich hin. Hi, Jungs. Tschüss, Jungs. Weil man spart dann wirklich auch so ein bisschen die Reparaturkosten an seinen Sachen. Oh, das ist nicht so klug. Versuch macht klug und so, ne? Das ist ja normal. Ich glaube, ich bin in einer Zone, wo es ein bisschen mehr Loot und auch ein bisschen mehr bösere Zombies gibt. Das sehe ich ja bald. Lass ich die öffnen? Ne, das werde ich nicht öffnen. Noch nicht zumindest. Ah, da oben ist eine Art Tankstelle, wie es aussieht. Ich würde ja gerne hier auf diese Kante hoch. Da gab es mal was zu essen, die Zeitung von gestern. Und der gute Geek. Sehr schön. Ey, was sind das für lustige Fässer da vorne? Ob die wohl explodieren? Ich meine, dafür wird es sich lohnen. Moment. Bisschen höher, so. Hier, was zum Spielen? Bisschen höher? So? Nee. Schade. War ein Versuch wert, weil ich habe momentan nichts anderes, was ich irgendwie machen könnte. Man könnte sagen, es war Verschwendung, aber... Geht da hoch, dankeschön. Die sind lustig im Übrigen, wenn man die anschlägt, dann fliegen sie durch die Gegend. Das sind ja die Witz-Zombies von nebenan. Hep, hep. Ich gucke, dass ich jetzt trotzdem relativ zügig hier vorbeikomme. Ah nein, ich muss wieder auf die wirklich gefährliche Gegend. Nämlich, man hat es ja in Walking Dead schon gelernt, wenn man es gesehen hat, nicht auf Autobahnen rumlümmeln.
Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Vielleicht dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Tu ich nicht. Dann wünsch mir Glück. Renn hier wie sonst was durch die Gegend. Oh! Du wirst es brauchen. Toxische Pflänzchen direkt mal mitnehmen. Daraus kann ich mir bestimmt was Leckeres spritzen. Backen. Ist noch so ein Krüppeltyp. Machen die bloß alle hier? Alle aus dem Gefängnis ausgebrochen oder was? Hallo? Nicht schießen! Was willst du hier, du Scheißkerl? Ich will Raiz sprechen. Brecken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Raiz was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Ja, ich befürchte auch, vielleicht kriegt er eine Waffe. Oh, ich würde dich gerne auseinandernehmen. Guckt euch mal die schöne Ausrüstung an. Also, die sind zum Beispiel extrem gut ausgerüstet hier. So, lass ihn durch. Ja gut, dann. Yep. Juhu, welcome, friend. Mhm. Klopfen wir an. Mein Name ist Freund, lass mich rein. Ich habe übrigens 4 von euren Leuten getötet. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Nein. Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Von mir oder von dir aus gesehen? Ah, was für ein Bastard. Ja. Lecker. Mal kurz die Hand abgehackt. Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich? Natürlich. Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Ja, mal. Und was kriege ich dafür? Ein Arschtritt. Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Die sind alle so gut genährt und so trainiert und alles. Jemand trainiert, kann ich nur verstehen. Ne? Man klettert halt überall rum und tötet Zombies den ganzen Tag. Aber letzten Endes. Gut, das sieht auch wieder relativ normal aus. Ich habe auch wieder ein Safe Haven, wie es aussieht. Oh, diese Waffen. Ach, wie ich gerne eine mitnehmen würde. Lautstärke hin, Lautstärke her, aber wäre schon schön, so mal wieder ein bisschen ballern können. Ich habe Raiz getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Dieser scheiß Virus. Ja, dieser scheiß Virus. Wahrscheinlich sind wir Menschen auch noch dran schuld. Kannst von ausgehen im Übrigen. Im Realen wird es auch irgendwann so sein. Wir werden uns irgendwann selber umbringen durch irgendeinen Virus, der wahrscheinlich ausbricht. So, schauen wir mal. Wo geht's denn weiter hier? Da hinten. Eine sehr hübsche Schwute habt ihr hier. Ein bisschen weniger aufkommen als bei uns, aber hey, immerhin. Hey, Karim. Da bist du ja. Reis sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Mhm. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Reis. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermasse es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Ja, das habe ich gesehen. Ich wollte meine Hände eigentlich noch behalten. Die eine brauche ich zum Runterholen und die andere brauche ich zum Bier trinken. Oder sie mich am Arsch kratzen, je nachdem, was ich von beiden lieber mache. Hallöchen! Was geht denn so? Jetzt haben wir hier, ja, Haltbarkeit 42. Gibt es eigentlich Sachen, die noch länger halten? Ich meine, wo ist mein Baseballschläger und warum habe ich den nicht ausgerüstet und wo ist der überhaupt hin? Fuck. Na gut, wenigstens habe ich wieder genug Kohle. Ne. Ich hatte einen Baseballschläger und irgendwie habe ich den, ich glaube, ich habe ihn nicht weggeworfen. Na, was soll's. So, gut, schön, hervorragend, ja. Ach so, Sachen verkaufen vielleicht. Habe ich noch was zum Verkaufen? Ja, tatsächlich. Alle Wertsachen verkaufen mit F.
Weg damit. Zack. So. Er gibt im Übrigen auch immer wieder Waffen-Upgrades. Verbessert ihr das Handling, Stufe 2 ihrer Nahkampfwaffe. Das behalte ich noch ein Weilchen. Das ist eigentlich ganz cool. Willst du dich uns anschließen? Im Leben nicht. So, klicken, um genau. Gebäude verlassen. Es ist relativ wenig distanziert. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. Und außerdem muss es einer ja eh machen. Und wer nicht, wenn wir nicht. Das ist ähnlich zumindest. Let's do this motherfucking shit. Kontaktieren Sie den GRG. Das Gre halt. Das gute Gre. Oh. Oh, das ist ein Renner. Da ist ein Renner dabei. Das Dunkelhäutige mit der gelben Hose ist ein Renner. Mit Sicherheit. Komm, probieren wir es aus. Da oben, ja? Okay, alles klar. Ja dann, mach mal die Funke an. Hab ich nicht gesehen, ist schon mal ganz gut. Crane. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Ja, ich bin hochauf begeistert. Ich kriege gut XP hier, aber trotzdem. Neuer Überlegungsrang. Sehr schön. Das heißt, wir könnten ja Pünktchen ausgeben. Das ist immer meine Lieblingsaufgabe hier. Also, handeln diesmal oder vielleicht doch Aufputschmittel. Handeln ist eigentlich ziemlich gut. Allerdings Fertigungsexperte, verbessern Sie Ihre Fertigkeit im Herstellen von Gegenständen. Sie können aus gleichen Menge Material mehr Gegenstände herstellen. Ja, weil ich muss ja Sachen herstellen. So leid es mir tut, muss sein. Denn nur der gute vorbereitete Mensch, der ist gut vorbereitet. Medkit. Ich habe vorhin eins verbraten, dementsprechend wieder eins herstellen. Hat eine Priorität noch vor einem Molotov-Cocktail, leider Gottes. Dietriche, kleines Rohr, da kann alles warten. Außerdem muss ich wieder Zeug einsammeln. Was hat das eigentlich mit diesen ganzen hier, diesen Viechern hier so auf sich? Was warum ist das? Obala, warum ist da unten so... Was ist das hier? Ja, ich weiß, dass das zum Aufheben da ist, aber... Warum ist da so viel von hier? Kohle ist ja schon mal wichtig. Klar. Das Gefühl, hier gibt es später mal so einen Bosskampf oder sowas, weil ansonsten wird nicht überall Tonnen rumliegen, die man zum Explodieren bringen kann. Ah, da liegt noch was. Was ist das? Eine Aktentasche. Ja. Ja, mit Sicherheit ist ja irgendwann... Oh. Tagebuch! Na gut, laufen wir halt ein. Ach, guck mal, da gegenüber ist doch gar nicht weit von hier entfernt. Direkt nochmal hier so auf dem Weg auch noch. Hier ist ein Safe Point, den holen wir uns mal kurz. Hey, Al Capone, bist du bereit? Nein. Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Rais mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Rais. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. So sieht's aus, ich bin der Kaiser. Ah, guck mal, einen Wendigkeitspunkt bekommen. Moin, Jungs. Wollt ihr nicht einziehen? Sieht's aus? War noch ein Platz frei? Ich hoffe es wenigstens. Ne? 3 auf 1 Schleich? Oh, es sind mehr als 3, alles klar. Du willst runterfallen, oder? Tschüss! Komm! Put. Und tschüss! Das waren schon mal 2 weniger. Da habe ich was nicht gesehen. Böse. Böses Ding. Böses. So. Fuck, ich habe mich nicht ganz erwischt. Tschüss! Na komm, lauf noch ein bisschen. Runter da jetzt. Verdammt! Hab ich den Tod getreten? Nee, nicht wirklich. Und. Jetzt. Endlich ab da! Naja, halt so.
Waffen nicht gebrauchsfähig. Reparieren um Erz. Ja, toll. Dann reparier sie halt mal kurz. So, geht ja noch zweimal. Ja, so kann man natürlich auch aufräumen, indem man einfach mal Zombies vom Dach schubst. Aber sehr, sehr geil. So, jetzt kann ich hier in Ruhe aufräumen. Habe ich jetzt aufgeräumt, kann hier in Ruhe meinen Standort natürlich dann einrichten. Das sieht gut aus. Das ist ziemlich zu. Oh, hinter mir sind noch zwei Zombies, sehe ich gerade. Die kommen gerade auf mich zu. Hello, tschüss. Hüpf. Haha. Der ist weg. So, du gehst auch mal fliegen. Komm, fliegen, fliegen. Ja, halt nicht. Dann halt so. Noch irgendeiner da? Irgendwas, was ich noch irgendwie prügeln muss? Nein, gut, hervorragend. So, die Türen sind wahrscheinlich eh alle zu. Ich bin aber am Safe House Dingsbums, ne? Jetzt muss ich noch irgendwas einschalten, wie vorhin, oder zumachen oder sonst irgendwas andrehen. Nur wo? Das ist die Frage. Das ist der Stromkasten. Okay. Ja, hervorragend. Ich habe mein nächstes Areal gesäubert. Hervorragend. Ah, schön. Ich glaube gar nicht, wie geil das ist, wenn man nachts rumläuft und mehr Möglichkeiten hat, relativ schnell in Sicherheit zu gehen. Das ist echt mehr wert als war Epinephrin. Eine Zombie-Figur. Noch ein Nagelbrett. So, gucken. Da war noch was. Ah, die Tür geht wahrscheinlich auf. Oder auch nicht. Frag mich, warum die nicht aufgeht. Na, ist ja wurscht. Auf jeden Fall super gut. Was ist das hier? Zufällige Begegnung. Eine zufällige Begegnung. Der dritten Art? Liege ich da wirklich runter? Die nächste Frage ist, wie komme ich da runter, ohne mich immer in die Knochen zu brechen? Gibt es hier irgendwo so Dingsbums hier? Ja, da unten. Hier. Whee! Das tut doch immer ein bisschen weh. Ich dachte, ich lasse es erstmal am Boden liegen. Okay, also hier vorne gibt es wohl eine zufällige Begegnung. Ah, das ist die zufällige Begegnung. Und jetzt zieh ihn dir an. Gott, der stinkt. Soll das ein Witz sein? Nein. Wo willst du hin? Soll das ein Witz wieder ein bisschen Energie. Komm. Hier spricht Jade aus dem Turm. Es wird bald dunkel. Wenn ihr glaubt, ihr schafft es nicht rechtzeitig zum Turm, dann geht zum nächsten Versteck. Viel Glück. Oh, da kommt ein Dicker. So, das war zufällige Begegnung und Patrouillenmitglied entkommen. Das ist natürlich nicht gut. Ich muss gucken, es wird dunkel, dass ich mal ganz schnell hier nochmal so ein Sicherheitsding hier mache. Und eine Runde schlafe. Ihr wisst ja, ich war ja gerade erst da. Ich muss mal gucken, wie ich hier hochkomme. Ja, da. Das ist ein ganz schön weiter Weg da hoch, ey. Muss ich mal sagen. Ja, komm. Schön nach oben klettern. Brav. Weiter hoch. Festhalten. Jawohl. Damit wir uns hier oben mal kurz zur Ruhe legen können. Ich werde nachts hier nicht durch die Gegend rennen. Das könnt ihr direkt mal verknicken. So. Und mal ganz kurz die Nacht erwarten. Wir machen dann gleich weiter. Guck mal. Nacht. Und bei Nacht, eine Stunde später, habe ich eigentlich nicht wirklich Bock, hier rumzulaufen. Dementsprechend, bis gleich.